Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video bei No Fucks Game Factory. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr am Titel wahrscheinlich schon gelesen haben werdet, geht es weiter mit unserem Drifter. Im letzten Video habt ihr ja was zu dem Käfig gesehen, also den zweiten Teil davon. Und im heutigen Video geht es, ja, im Prinzip schon ein wenig ähnlich weiter. Man sieht ja, das Fahrzeug ist noch nicht ganz vervollständigt. Unter anderem fehlt uns natürlich hier vorne etwas und das sind Stoßstangen. Und damit wir das Ganze, was wir hier so schön aufgebaut haben, ein bisschen schützen, haben wir wahnsinnig geile Bashbars von der Firma MMG Motorsport bekommen. Und die werden wir euch heute mal vorstellen. Also um die Bashbars heute und da möchte ich auf jeden Fall noch mal ein riesengroßes Dankeschön an MMG Motorsport raushauen, die uns diese Bashbars hier kostenlos zur Verfügung gestellt haben, damit wir daraus auch ein Video machen können und damit wir sie natürlich auch an unserem Drifter verbauen. Und ja, mega, mega geile Firma. Vielen, vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall an euch. Kurz was zu der Firma, die diese Bashbars hier herstellt. Die Jungs sind sehr, sehr erfahren in dem, was sie da tun und haben ihren Sitz in Polen. Und ich persönlich mag Polen ja sowieso gerne, also die Leute, die mich kennen und auch mich ein bisschen verfolgen, die wissen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Polen bin und auch von den Firmen, die dort arbeiten, weil dort bekommt man meistens für sehr, sehr gute Preise eine wahnsinnige Qualität und so ist es auch hier bei den Bashbars und nicht nur bei den Bashbars, denn die Jungs machen unter anderem auch Überrollkäfige, also komplette Built-In, also wirklich Einschweißzellen, die machen komplette Frontend-Conversion-Kits, das sind dann so, dass ihr Tube-Frame habt, nennt sich das auf Englisch, auf Deutsch, dass ihr quasi eure ganze Front, im Moment haben sie nur, glaube ich, den E30 im Angebot. Das bedeutet, dass ihr quasi eine ganze Front, also diesen Schlossträger hier, den Teil da unten, den Rahmen, nur noch aus Rundstahl habt. Also nur noch aus Rohren, so wie diesen hier, allerdings ein bisschen dicker dimensioniert. Und dadurch dann quasi eure ganze Front schützt, aber auch das Ganze austauschbar haltet. Das heißt, der Rahmen wird hier abgeschnitten und wenn ihr dann mal, sage ich mal, im Motorsportbereich, was ja gut mal vorkommen kann, gerade im Driftsport, einen Unfall habt, dann geht halt eben erstmal nur dieser Rohrrahmen kaputt und hält aber auch den Schaden vom Rahmen zum Beispiel fern. Ne? Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Das Material ist natürlich so gewählt worden, dass zuerst die Bashbar verbiegt, bevor dieser Rahmen sich unten verformt. Das heißt, selbst wenn ihr hier mit einem Einschlag habt, da könnte ja der Gedanke aufkommen, Moment mal, das ist ja auch Stahl, habt ihr trotzdem Schutz, also ihr schützt eure Karosse vor eventuellen Schäden, gerade auch dann den Kühler oder bei Turbo-Umbauten den Ladeluftkühler, der dann ja hier hinter quasi versteckt sitzt und einfach nochmal durch diesen Tube-Frame geschützt ist. Da können ja schon leichte Einschläge dafür sorgen, dass ihr ein Loch im Kühler oder Ladeluftkühler habt und da ist es auf jeden Fall wahnsinnig gut, so etwas zu haben. Dasselbe haben die Jungs auch für hinten. Hier werden ja normalerweise auch ihre originalen Pralldämpfer verschraubt, die eine ähnliche Funktion haben. Fährt euch jemand hinten auf das Auto auf, dann soll dieser Pralldämpfer erstmal den Prall dämpfen. Ja, macht irgendwie auch Sinn, ne? Sagt ja der Name. Sollte das aber nicht ausreichen, geht auch das direkt auf den Rahmen. Auch hier, die Bashbars sind natürlich ein bisschen stabiler als so ein Pralldämpfer. Ne? Die halten ein bisschen mehr weg und können die Kräfte ganz anders aufnehmen. Die sind natürlich extra so konzipiert, dass die Kräfte erstmal abgeleitet werden und nicht direkt in den Rahmen gehen. Des Weiteren machen die Jungs auch solche Fuel Baskets. Wird den meisten von euch jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Die Leute, die aus dem Motorsportbereich kommen, werden wahrscheinlich schon so eine Ahnung haben oder es sogar wissen. Da wird genau dasselbe gemacht wie vorne bei dem Tube Frontend.
Da wird quasi auch der Rahmen weggeschnitten und dann kommt einfach nur noch so ein Korb aus Rohrrahmen dran. Das heißt, ihr habt im Prinzip hier hinten gar keinen Rahmen mehr, der beschädigt werden kann, sondern nur noch diesen Korb, wo ihr dann halt eben auch euren Rennsporttank unterbringen könnt, geschützt vor äußeren Einflüssen, auch vor Einschlägen, wenn ihr dann halt, wie gesagt, schon mal einen Unfall habt, ne? Das Ganze ist natürlich zum Schutze eures Fahrzeugs und zum Schutze eurer Person, ebenso wie die Käfige, die die Jungs bauen. Und das Ganze ist wirklich, wirklich günstig. So, jetzt genug erzählt zu dem Unternehmen. Überzeugt euch einfach selbst. Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe schon vielen Leuten diese Bash Bars und auch die anderen Produkte von denen empfohlen. Und viele haben da jetzt schon eingekauft, also auf mündliche Empfehlung hin und waren mehr als zufrieden. Also für das Geld, haben sie selber gesagt, würden sie niemals so eine Bash Bar erstens in der Qualität bauen können und zweitens überhaupt diesen Arbeitsaufwand ja, betreiben, weil sie einfach sagen, und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Im Summer Sale kosten diese Bash Bars roundabout 169 € nicht pro Stück. Für beide. Für beide Bash Bars 169 € im Summer Sale. Und auch wenn nicht der Summer Sale ist, dann seid ihr marginal über den 200 €. Also das ist wirklich ein Witz. Ich glaube, günstiger kann man es nicht haben und dafür stellt man sich einfach nicht selber hin. Und das Krasse ist, und da war ich selber wirklich geschockt, und ihr merkt, ich bin wirklich überzeugt von dem Unternehmen, ne? Also ich mache das nicht, weil die uns das jetzt hier umsonst zugeschickt haben, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin von der Qualität. Die Dinger kommen hier an. Hammer Schweißnähte, Hammer Passgenauigkeit und ich gucke mir den Lack an. Bin davon ausgegangen, dass es Lack ist. Und ich denke mir, das ist doch kein Lack. Die Dinger hier sind pulverbeschichtet. Die sind wirklich pulverbeschichtet und das für den Preis. Überlegt euch das mal im Summer Sale, 169 €. Für den E46, für den E90 haben die Sachen, für den E30, also viel für BMW. Jetzt gehen wir mal hier natürlich ein bisschen genauer ein. Wir haben hier hinten die Variante mit dem Jackpoint. Das heißt, das Ganze wird gleich hinten am Fahrzeug verschraubt und dieser Jackpoint, auf Englisch, auf Deutsch heißt das Ganze dann Punkt, wo man das anheben kann. Wagenheberaufnahme. Achso, ja. Im Deutschen würde man das Ganze dann ja als Wagenheberaufnahme quasi bezeichnen. Das heißt, ihr könnt ihr euren Wagenheber runterstellen, pumpt das Ganze hoch und schon könnt ihr hinten die Räder wechseln. Das ist natürlich gerade im Driftsport mega angenehm. Für alle anderen Anwendungsbereiche gibt es das Ganze aber auch nur mit der Strebe hier oben, also mit dem Aufprallschutz. Ja, das Ganze werden wir jetzt natürlich gleich verbauen. Und noch eine kleine Besonderheit dazu. Die sind jetzt so designt, es gibt auch noch vorne eine andere, dass die originalen Stoßstangen passen. Also vorne ist das Ganze für eine M-Stoßstange designt. Und hinten sind die Stoßstangen ja oben sowieso alle gleich und unten sieht man ja, kann gar nichts im Weg sein. Und das ist, finde ich, wahnsinnig geil, weil du siehst diese Bashbar, wenn da eine M-Stoßstange drüber ist, im Prinzip gar nicht mehr, ne? Natürlich haust du den originalen Träger aus der Stoßstange raus, weil dafür ist einfach kein Platz mehr. Und die wird dann hier einfach drauf montiert, aber das zeigen wir euch noch. Wir werden allerdings, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, keine M-Stoßstange fahren, sondern eine Originalstoßstange mit einem JDM-Kit. Ja, ich würde sagen, wir verbauen die Bashbars jetzt mal. Lange genug geredet und ja, sehen uns jetzt gleich in der Werkstatt wieder. So, Freunde, die Montage ist denkbar einfach. Zuerst baut ihr natürlich erstmal alles ab. In unserem Fall ist das natürlich schon passiert. Und dann habt ihr hier normalerweise diese Pralldämpfer mit vier Muttern befestigt, pro Seite vier Muttern. Und die müsst ihr natürlich auch demontieren, denn diese Pralldämpfer brauchen wir in Zukunft nicht mehr. Wir haben ja jetzt diese Bashbar, also diesen Aufprallschutz, der halt eben mit diesen Eisenstangen funktioniert. Und wenn ihr das alles so vorbereitet habt, so wie es jetzt hier schön bei uns aussieht, dann nehmt ihr einfach eure Bashbar hier. Schiebt die da drin. Ihr habt hier Langlöcher drin. Das heißt, ihr könnt das Ganze in der Höhe noch ein bisschen verstellen, je nachdem, wie eure Stoßstange dann nachher sitzt, könnt ihr das Ganze damit noch ein bisschen nachjustieren. Und jetzt schraubt ihr einfach wieder die vier Muttern fest und das war's im Prinzip schon. Dann ist eure Bashbar befestigt. So, Freunde, und wenn ihr das Ganze vernünftig verschraubt habt, dann bewegt euch das hier nirgendwo mehr hin. Also da könnt ihr euch sogar dran hängen. Kannst du gerne mal zeigen. Also, da passiert absolut gar nichts mehr. Mega geil. Wie gesagt, Passgenauigkeit einfach top. Einfach draufschieben, festschrauben, fertig. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die Heckpartie des Fahrzeugs.
So, Freunde, jetzt sind wir hier am Heck des Fahrzeugs angelangt und wir haben das ganze Teil einmal angehalten. Zwei Sachen müssen wir anpassen, und zwar Punkt 1. Hier passen M12-Bolzen durch und wir haben dementsprechend auch M12-Bolzen gewählt. Allerdings waren die Löcher von der Bashbar ein bisschen zu klein. Ist gar nicht schlimm, das waren jetzt nicht mal 5 Minuten Arbeit, da haben wir alle 4 Löcher schnell aufgebohrt und wieder entgratet. Gar kein großes Ding. Was wir hier an der Karosse noch machen müssen, ist auch schnell erklärt. Und zwar stoßen wir hier gegen diese Falz an. Da wurden die Blechteile, also quasi das obere Blechteil und der untere Blech, diese Reserveradmulde, zusammengequetscht. Davon müssen wir ein Stück wegnehmen, weil sonst kommen wir nicht hoch genug mit der Bashbar, um sie zu verschrauben. Ist aber eine Sache auch von 5 Minuten. Einmal kurz die Flex ansetzen, bisschen versiegeln mit Lack und dann ist das gemacht. Das werden wir jetzt mal schnell machen. So, Freunde, jetzt können wir unsere Bashbar verschrauben. Wir haben jetzt hier schon die Bolzen von hinten durchgesteckt. Das sind M12 x 35. Die könnt ihr auch ein bisschen kürzer wählen. Man sieht, die gucken ganz schön weit raus. So dick ist das Material von der Bashbar nicht. Dementsprechend könnt ihr auch kürzer wählen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt natürlich auch M10 nehmen. Wie ihr das möchtet, wie ihr das nachher macht, ist eure Entscheidung. Und ja, wir setzen das Ding jetzt mal drauf. So, Freunde, und jetzt wollen wir euch noch mal kurz was zeigen. Das können wir euch vorne nicht zeigen, weil wir gerade keine M-Stoßstange hier liegen haben. Aber mit der Heckstoßstange zeigen wir euch das gerne. Und da sieht man schon, wovon wir gesprochen haben, bezüglich Passgenauigkeit. Wir haben hier die originale Stoßstange, also die Hülle davon. Da ist natürlich der originale Träger entfernt. So, ne, da ist kein Träger mehr drin. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach oben drüber schieben, über eure Bashbar. Und sogar die originalen Halter verwenden. Und das war's. Wenn ihr dann noch euren Diffusor hier dran steckt, bisschen bearbeiten, wegen dem Jackpoint für den Wagenheberaufnahme. Und ansonsten sieht man hier fast gar nichts mehr, bis auf diesen kleinen Punkt, wo ihr dann euer Auto anhebt. Ich finde, das ist ziemlich beeindruckend und ziemlich geil. Also schaut euch das mal an, wie das hier passt. Das ist in den originalen Haltern an den Seiten drin. Und da gibt es überhaupt keine Probleme. Also klare Empfehlung meinerseits. Und das ist vorne mit der M-Stoßstange genau dasselbe. Da sieht man auch nichts mehr von. Das verläuft genau hinter den originalen Streben. Neben den Einlässen für die Bremsbelüftung und der Nebelscheinwerfer. Also die Leute, die die M-Stoßstange jetzt vor Augen haben und kennen, die wissen genau, was ich meine. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Bashbar sind auf jeden Fall top. Schaut auf jeden Fall bei MMG Motorsport vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut euch da an. Die haben mega geile Produkte. Kann ich immer nur wieder von schwärmen. Man merkt schon. Also wir haben die jetzt hier verbaut. Wie gesagt, vorne konnten wir euch leider mit der Stoßstange das nicht zeigen. Das seht ihr aber in dem übernächsten Video wahrscheinlich. Hinten habt ihr es ja gesehen, jetzt mit dem Jackpoint in dem kleinen Video, was ihr gerade nochmal eingeblendet bekommen habt, wie wir das gemeint hatten mit dem Wagenheber, dass man das dort anheben kann. Mega geile Funktion, funktioniert einwandfrei, da bewegt sich nichts, da knackt nichts, gar nichts. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ansonsten liken, kommentieren, abonnieren. Schaut auch nach unserem Online-Shop, dort findet ihr die Merchandise-Artikel von uns. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und wenn ihr Bock habt, packt das Ganze mal in eure Story bei Instagram. Wir reposten nämlich alles super gerne. Also über euren Support freue ich mich. Hashtag NoFucksGivenArmy. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf.